Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute in diesem Video, ihr seht schon, ist ein bisschen was anders. Das Büro ist neu. Und falls du dich fragst, wie das Ganze entstanden ist, klick mal ein Video weiter zurück. Da wird dir das Ganze genau gezeigt, wie ich das Büro umgebaut habe. Und ich würde jetzt natürlich gerne mal von dir wissen, wie du den neuen Hintergrund findest, wie du das ganze Setting hier so findest. Würde mich einfach interessieren, schreib es doch mal unten in die Kommentare rein, ob es dir jetzt besser gefällt als vorher. Ich für meinen Teil, natürlich, ich habe sehr viel Arbeit da reingesteckt. Ich finde es auf jeden Fall besser. Ich finde den Sound besser. Ich finde die Umgebung besser. Ich finde die Videoqualität besser. Von daher, schreib es einfach mal in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich habe ein paar Videos dazu gemacht in letzter Zeit, immer in Lightroom. Und da ist die Frage aufgekommen, ob ich das Ganze nicht auch mal in Luminar machen könnte. Und dem möchte ich heute nachkommen. Deswegen gibt es heute den Moody Green Look in Luminar. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier Luminar 3 geöffnet und mit Luminar 3 auch ein Foto, was ich damals von der Stefanie Giesinger geschossen habe auf Mallorca. Und anhand dieses Bildes möchte ich dir jetzt zeigen, wie ich auf diesen Moody Green Look komme in Luminar. Wie ich dir schon gesagt habe, ich habe schon mal ein Video erstellt, wo ich diesen Moody Green Look in Lightroom erstellt habe. Allerdings muss ich jetzt sagen, selbst wenn du das ganze Video schon in Lightroom gesehen hast, bleib mal trotzdem dran, denn ich werde jetzt hier schon noch mal ein paar andere Tools auch mitverwenden, denn Luminar bietet mir ja auch ein paar andere Filter noch an, die ich in Lightroom nicht habe. Von daher, schau es dir einfach mal bis zum Ende an. Ich werde jetzt hier den ersten Filter anwählen und das ist die RAW-Entwicklung. Die RAW-Entwicklung, ja, das ist eigentlich genau das gleiche wie auch in Lightroom. Das bedeutet, ich habe jetzt hier die ganz normalen Regler von der Grundeinstellungspalette auch. Und ich werde jetzt hier mal anfangen, einfach mal den Kontrast weiter nach oben zu ziehen, auf ungefähr hier plus 50. Das ganze Bild ist relativ hell, deswegen werde ich jetzt hier mit der Belichtung mal ein Stück weiter nach unten gehen. Ich denke mal, hier so minus 0,3 ungefähr ist ein ganz guter Wert. Und ich werde auch die Lichter weiter nach unten ziehen. Ja, jetzt haben wir hier schon wieder sehr gute Details, auch in den Lichtern, in den hellen Bildbereichen. Ich werde jetzt hier die Schatten noch ein bisschen aufhellen, damit ich auch dort mehr Details bekomme. Und ich werde dann insgesamt aber die Schwarztöne wieder ein bisschen abdunkeln, damit wir hier gleichzeitig auch trotzdem noch etwas Kontrast aufbauen. Okay, das gefällt mir so schon richtig gut. Dann werde ich als nächstes, dadurch, dass wir jetzt hier relativ stark gesättigte Farben drin haben, die Sättigung etwas rausdrehen und das auch relativ radikal. Ich gehe jetzt hier mal so auf einen Wert von minus 20. Gleichzeitig möchte ich aber die weniger stark gesättigten Stellen im Bild nochmal wieder ein bisschen mehr sättigen. Dafür ist die Dynamik relativ gut. Die Dynamik ist ja quasi so eine abgeschwächte Form von der Sättigung. Die sättigt also alle Bildbereiche, die noch nicht so stark gesättigt sind. Deswegen, kleiner Tipp hier am Rande, nutze ich relativ gerne die Sättigung hier in den Minusbereich ziehen und die Dynamik dafür etwas nach oben pegeln. Dann werde ich als nächstes hier Dunst entfernen verwenden, diesen Filter. Den nutze ich auch sehr, sehr gerne. Stelle ich mal hier so auf plus 30 ungefähr. Und auch die Klarheit möchte ich verwenden. Und auch die stelle ich mal hier auf 30. Ich sage ja normalerweise, ja, Klarheit eher weniger verwenden, gerade wenn man mit weiblichen Models am Start ist. Allerdings in diesem Fall mit diesem Look möchte ich schon so ein bisschen mehr Punch in das Bild bekommen und von daher ist hier auch die Klarheit auf plus 30 eine gute Sache, die ich auf jeden Fall so verwenden möchte. Dann gehe ich mal weiter nach unten und ich möchte gerne noch so ein bisschen die Schwarztöne anheben. Bedeutet, ich möchte die nicht pur schwarz haben, nicht 100% schwarz, sondern ich möchte die so ein bisschen mehr ins Gräuliche ziehen. Und da gibt es den Matt-Look hier. Den werde ich jetzt einfach mal anwählen und dann werde ich hier mal die Stärke nach oben drehen. Also plus 30. Und dann siehst du schon, was passiert, nämlich, dass hier die Schwarztöne ja so ein bisschen dunkelgrau eher geworden sind. Noch stärker wird es dann, wenn ich hier den Verblassen-Regler nach oben ziehe. Den packe ich mal hier auf plus 40. Und dann siehst du es noch wesentlich intensiver, was hier durch diesen Matt-Look passiert. So sah es ohne Matt-Look aus, so sieht es mit Matt-Look aus. Also, du siehst, dieser Look, der bringt auf jeden Fall hier nochmal ordentlich Wert in das Bild hinein. So, und dann kommen wir eigentlich zum Hauptteil, beziehungsweise
zu dem Filter, der am meisten verursacht hier bei diesem Look, und das ist der HSL-Filter. Hier habe ich, kennst du wahrscheinlich aus Lightroom schon, insgesamt drei Paletten, nämlich den Farbton, die Sättigung und die Luminanz. Und die kann ich hier in den 8 Farbkanälen entsprechend verändern. Gehen wir mal als erstes in die Farbtöne rein. Und dort möchte ich mal das Rot ein bisschen weiter Richtung Orange schieben. Das heißt, alle Rottöne werde ich jetzt eher so ein bisschen in Orange einfärben. Genauso mache ich das mit den Orangewerten. Die stelle ich mal so ein ganz kleines bisschen auch weiter hier ins Positive. Das heißt, ich werde sie so ein bisschen mehr Richtung Gelb färben. Und auch die Gelbwerte werde ich mal so ein bisschen weiter Richtung Grün ziehen. Die stelle ich wieder so auf plus 15 hier. Und die Grünwerte werde ich auch weiter nach rechts ziehen. Die werde ich sogar ein bisschen radikaler nach rechts ziehen, Richtung Aqua, hier so auf plus 40 ungefähr. Denn dadurch kriege ich hier so ganz saftige Grünwerte. Das mag ich besonders gerne. Allerdings sind sie mir viel zu sehr gesättigt. Deswegen gehe ich als nächstes hier in die Sättigungspalette rein und werde jetzt mal anfangen, hier so die ganzen Farben so ein bisschen zu entsättigen. Also das Rot werde ich mal nicht ganz so stark entsättigen. Aber das Orange, ja, das stelle ich hier schon mal auf minus 20. Das Gelb werde ich jetzt hier schon mal sehr, sehr stark entsättigen. Da gehe ich mal so auf minus 70. Und auch das Grün. Auch das möchte ich sehr, sehr stark entsättigen. Das geht auf minus 75. Das Aqua, ja, wir haben jetzt hier nicht wirklich Aqua-Werte drin, aber wenn wir jetzt Bilder bearbeiten würden, wo wir Aquatöne mit drin haben, dann würde ich das auf jeden Fall auch rausdrehen. Das stelle ich mal hier so auf minus 80. Denn wir können jetzt diesen Look dann auch abspeichern. Und wenn du es dann mal auf Bilder anwendest, wo hier Blautöne, Aquatöne und so weiter mit drin sind, dann ist es gut, wenn wir die auch gleich mit entsättigen hier, wenn wir diesen Look mit anlegen. Und auch die Lila- und die Magenta-Töne stelle ich jetzt hier mal auf minus 80 jeweils. Okay, dann gehe ich noch in die Luminanz rein, denn auch die möchte ich noch so ein bisschen verändern. Das heißt, die Helligkeitswerte von den einzelnen Farbkanälen, da werde ich jetzt hier mal das Orange noch mal so ein bisschen abdunkeln. Ich werde die Gelbwerte noch ein bisschen abdunkeln und auch die Grünwerte, die werde ich auch noch ein bisschen dunkler machen. Die stelle ich mal jetzt hier so auf minus 30, minus 35. Gar nicht zu weit, machen wir mal minus 30. So, perfekt. Ja, das ist jetzt hier schon eine krasse Veränderung. Ich zeige dir mal einen Vorher-Nachher-Effekt. So sah das Bild mal vorher aus, out of cam. So sieht es jetzt aus. Also da haben wir schon eine ganze Menge gewonnen mit diesem HSL-Filter. Dann gehe ich als nächstes in die Teiltonung rein. Und diese Teiltonung bewirkt, dass ich jetzt hier auch nochmal meine Lichter, also die hellen Bildbereiche und die Schatten, die dunklen Bildbereiche, entsprechend einfärben kann. Dafür werde ich jetzt als erstes mal hier die Sättigung nach oben drehen, damit ich überhaupt sehe, welchen Farbton ich hier einstelle. Und in den Lichtern werde ich jetzt hier mal einen Farbton wählen, ja, so 214, so ein Blauwert hier. Das gefällt mir gut, nur die Sättigung ist natürlich viel zu doll, die stelle ich wieder runter. Die packe ich mal hier so auf 14. Ja, das sieht ganz gut aus. Genau das gleiche mache ich dann jetzt auch mit den Schatten. Hier werde ich jetzt einen Farbton auswählen, der so ein bisschen mehr Richtung Türkis geht. Ja, hier sowas in der Richtung 180 und dann die Sättigung auch wieder runterdrehen. Hier, denke ich mal, reicht eine Sättigung von 5 aus. So, jetzt haben wir auch die Teiltonung drin und ich möchte auf jeden Fall den Betrachter des Bildes noch so ein bisschen mehr Richtung Bildmittelpunkt leiten. Deswegen werde ich jetzt hier mal noch eine Vignette einfügen und hier die Stärke mal relativ weit runterstellen, so auf minus 60. Und dafür noch die Rundheit ein bisschen mehr rein, ja, so auf 10. Die Größe packe ich mal noch ein bisschen weiter nach oben. Und auch die weiche Kante, die können wir auch noch ein bisschen stärker einstellen. Und jetzt haben wir hier noch einen Regler, der nennt sich innere Helligkeit. Das heißt, ich kann außenrum ein bisschen dunkler machen, innen mache ich ein bisschen heller. Den stelle ich mal so auf 15. Und jetzt kommen wir zu ein paar Filtern, die ich in Lightroom nicht habe. Da ist zum einen hier der goldene Stundenfilter. Den wende ich jetzt auf jeden Fall noch an. Wir haben jetzt hier Orangetöne drin im Bild und die möchte ich noch so ein bisschen verstärken. Und der Filter goldene Stunde, naja, der klingt schon so nach warmen Farbtönen. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach mal die Stärke von der goldenen Stunde mal so auf plus 15 setzen und damit betonen wir nochmal so ein bisschen die Orangewerte, denn die waren doch relativ stark entsättigt jetzt. Ich werde aber auch hier die Sättigung noch ein bisschen runterdrehen, also minus 15 ungefähr, damit es nicht zu krass wird. Aber goldene Stunde, ohne goldene Stunde, mit goldene Stunde, da sieht man schon nochmal einen Unterschied und ich finde, das passt hier echt gut in das Bild mit rein. Und was ich auf jeden Fall auch noch richtig toll finde in Luminar, den Filter erweiterter Kontrast. Das ist auch was, was mir in Lightroom komplett fehlt.
nämlich dass ich hier den Kontrast einstellen kann, einmal von den Lichtern, von den Mitteltönen und von den Schatten separat. Und ich werde jetzt hier als erstes mal die Stärke von den Lichtern so ein bisschen einstellen. Den packe ich mal so auf 20. Und jetzt kann ich hier mit der Balance noch einstellen, ob die Lichter heller oder dunkler werden sollen. In meinem Fall mache ich hier die Lichter mal ein kleines bisschen heller. Deswegen die Balance ein bisschen weiter nach links geschoben. Die Mitteltöne lasse ich mal so, aber die Schatten, da werde ich auch die Stärke nochmal einstellen auf so 25. Und hier die Balance ein bisschen weiter nach rechts ziehen, damit ich die Schatten hier dunkler mache. Ja, und die mache ich auch relativ stark dunkel. Also ich stelle mal die Balance hier so auf 50. Damit haben wir auch nochmal einen richtig tollen Kontrast geschaffen. So, und jetzt zeige ich dir nochmal hier das Vorher-Nachher. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und wenn wir zufrieden sind mit diesem Look, dann kann ich das Ganze auch einfach hier abspeichern. Und zwar hier unten mit diesem kleinen Button Lumina Look speichern. Ich habe das in dem Fall hier schon mal gemacht. Und du siehst ja jetzt hier unten die Lumina Looks. Im Moment bin ich in dem Ordner eigene Lumina Looks drin. Und wenn du jetzt deinen eigenen Look gespeichert hast, dann findest du den genau in diesem Ordner hier auch wieder. Und genau das ist hier passiert. Ich habe hier meinen Moody Green Look schon mal abgespeichert und ich könnte den jetzt auf jedes andere Bild auch übertragen. Das möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen. Ich werde jetzt hier einfach mal ein anderes Bild noch öffnen. Zum Beispiel einfach mal das hier. Und jetzt kann ich ganz einfach diesen Look auch auf dieses Bild übertragen mit einem Klick. Also, das ist jetzt hier der Look auf dem Bild angewendet. Ich muss jetzt sagen, in dem Fall, wir können auch so ein paar kleine Anpassungen machen, denn natürlich, so ein Look funktioniert nicht immer auf allen Bildern genau gleich, sondern wir müssen natürlich schon nochmal ein bisschen die Helligkeiten, vielleicht auch die Farbigkeiten anpassen, weil ja jedes Bild ein bisschen anders ist. In dem Fall hier, das Bild kann ruhig ein bisschen heller sein. Wir haben hier eine Gegenlichtsituation. Wir haben direkt in die Sonne fotografiert. Das ist vollkommen okay, wenn es hier hinten überstrahlt. Wichtig ist mir, dass das Model in dem Fall gut belichtet ist. Und ich würde auch behaupten, dass die Farbtemperatur hier noch so ein bisschen weiter nach oben geschraubt werden kann. Einfach weil wir hier eine schöne Sonnenuntergangsstimmung hatten. Ich denke mal, hier so ein Wert von 6000 ist super. Wir können auch vielleicht den Kontrast insgesamt noch ein Stück weiter nach oben ziehen. Und ich glaube fast, und das will ich jetzt mal kurz ausprobieren, ich werde jetzt hier mal noch einen weiteren Filter hinzufügen. Und wenn ich jetzt hier schon von der Sonne gesprochen habe, du wirst es dir vielleicht schon denken, ich werde mal hier Sonnenstrahlen noch einfügen. Und zwar werde ich jetzt hier als erstes mal das Sonnenzentrum platzieren. Das kann ich jetzt hier einfach mit der Maus machen. Du siehst auch, Lumina erkennt automatisch, wenn ich jetzt zum Beispiel die Sonne hier mal so hinter so einen Baum platziere, dann verändern sich hier auch die Sonnenstrahlen. Also das ist echt cool. In dem Fall platziere ich die Sonne aber genau da, wo sie auch eigentlich war, nämlich hier. Und habe jetzt hier einfach noch einen schönen Effekt, in dem hier die Sonnenstrahlen so ein bisschen auch über das Model rüberkommen. Und ich werde jetzt hier mal ja, die Farbtemperaturen auch so ein bisschen anpassen. Ich werde es mal auch so ein bisschen ins Wärmere ziehen. Man darf es natürlich nicht übertreiben, aber so ein bisschen die Farbtemperatur noch anpassen. Und jetzt hat das Ganze hier so einen richtig schönen Farbeffekt nochmal. Das Ganze ist so ein bisschen verblasst hier. Alles sieht richtig toll aus. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich würde jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen gucken, dass ich hier die Schwarzwerte nochmal so ein bisschen nach unten ziehe, einfach um hier noch ein bisschen mehr Kontrast aufzubauen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Dunst entfernen, wobei, na, den kann man fast so lassen. Ich stelle den mal auf 40 und dann werde ich auf jeden Fall hier auch nochmal in den erweiterten Kontrast reingehen und die Balance von den Schatten hier noch ein bisschen weiter nach oben ziehen. Einfach damit hier die dunklen Bildbereiche noch ein bisschen dunkler werden. Aber auch hier jetzt nochmal der Vergleich. So sieht es vorher aus. Ist auch ein super Bild, direkt out of camera. Es sieht auch schon echt cool aus. Aber mit diesem Look drüber, finde ich, hat das Ganze auch nochmal was ganz anderes. Du siehst, wie einfach auch viel mehr Licht jetzt auf das Model fällt. Und im Vergleich dazu war das Model ja hier out of camera eher ein bisschen dunkler, der Hintergrund ein bisschen heller. Wir haben das Ganze jetzt ein bisschen angepasst und mir gefällt es jetzt so echt gut. Natürlich kann man jetzt hier noch so ein bisschen Hautbearbeitung machen, also ein paar kleine Stellen vielleicht noch bearbeiten. Aber grundsätzlich ging es ja hier erstmal um den Look und der gefällt mir hier auch in dem zweiten Bild mit ein paar kleinen Anpassungen richtig gut. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen hast oder auch Anregungen sowie Videovorschläge, pack's einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!